Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Shazadi spielt Ark Genesis Part 1. Ich hatte gerade Ark kurz aus, bisschen Pause gemacht, bin wieder rein. Waren in der Base ein Bronto, den ich besiegen konnte, und gleichzeitig aber auch drei Raptoren. Und wie ihr seht, liegt hier einer. Und dieser eine. Ein Charmeuter-Raptor, aber er sieht noch immer wild aus. Haben wir zwar jetzt einen Utahraptor, aber dafür keinen Graf Dracula mehr. Hier seht ihr, ist noch das Inventar von Graf Dracula. Das heißt, wir brauchen einen neuen Graf Dracula. Aber hey, wir haben jetzt einen X-Raptor. Wow. Jubadahu. Ja, war wie gesagt so nicht geplant. Ich kam rein und hier war, also ins Spielen, und es war direkt Action. Es war direkt Action. Naja, aber jetzt haben wir immerhin. Ich habe ihn dann quasi gebolert direkt und auf ihn geschossen. Sagt mal, wieso verbrauche ich eigentlich keine Pfeile? Ich habe auch tatsächlich einmal einen Cheat benutzt, und zwar habe ich uns zwei Tech-Schnecken gecheatet. Ich hoffe, sie funktionieren. Das werden wir dann mal sehen. Weil auf Dauer wird das sonst als Singleplayer-Hit doch relativ schwer. Deswegen habe ich mir die zweimal ercheatet, weil sie scheinen noch nicht wild zu spawnen, weil die Mod habe ich normalerweise immer drauf und auch immer aktiv. Aber sie möchte gerade nicht. Also ich hatte mal Destroy Wild Dinos eingegeben und ja. Es waren keine Schnecken, die getötet wurden, weil normal bekommt man das ja mitgeteilt, auch dass die Schnecken getötet wurden. Wurden sie nicht. Von daher gehe ich mal davon aus, dass die Mod leider noch nicht funktioniert. Vielleicht tut es irgendwann mal. Kann aber auch sein, dass hier schlichtweg keine Schnecken spawnen und deswegen auch keine Tech-Schnecken spawnen. Aber nun denn. Schauen wir mal, was sie machen. Ob sie denn ein bisschen was produzieren. Ja, ich bin jetzt gerade so ein bisschen geknickt, ne? Unser schöner Graf Dracula. Der war jetzt schon sehr schnell gezähmt, ne? Eieieiei. Ich habe 10 auf 15 stehen. Ich weiß nur gerade nicht, ob das so. Nicht zu hoch ist. Aber andererseits gibt es ja auch ganz viele andere Tiere, die. Wesentlich länger brauchen. So, ich wollte noch ein paar Narkobären holen. Letztes Mal haben wir ja hier die ganzen Stations aufgebaut. Tatsächlich möchte ich aber erst einen Raptor-Sattel machen. Dann nehmen wir den nämlich mit. Als Begleitschutz. Wie nennen wir den denn? Er hat auf jeden Fall eine recht schöne Farbe, finde ich. Oha. So. Alter, bist du aggressiv. Okidoki. Du folgst mal mir. So. Er ist mit rausgekommen. Ja, wir müssen das mal ein bisschen länger aufmachen, tatsächlich. Mal 5 Sekunden. So, und ich habe ihn jetzt quasi als Bodyguard mitgenommen. Jetzt gehen wir mal hier hinten hin. Was hat der für ein Level? 130er. Wäre auch erstmal nicht schlecht, oder? Nehmen wir mal mit. Was wir haben, haben wir.
Schlaf, du kleiner Para, schlaf ein. Auch ein Mädchen. Und dann müssen wir gleich echt schauen, dass wir einen neuen Bloodstalker kriegen. So. Hast du schon? Ja. So. Na, dann wird das doch langsam. Da haben wir jetzt schon mal einen Raptor und ein Para. Und oh, ich muss aufpassen, ja, große Range. Nicht, dass wir den Para treffen. Ein Para, ein Raptor und hier den Moshops. Dafür haben wir keinen Platzdocker mehr. Och man, unser Graf Dracula. Ja, die sind mit drei Raptoren. Einen hat er sich gekrallt, den war er am Bearbeiten. Aber in der Zeit, wo er den einen bearbeitet hat, hat er natürlich... haben die anderen ihn gefressen. Ich habe heute echt Sprachprobleme. Entschuldigt mich. Das ist ja... okay, ja, ist auch passiv wieder. Ne, dann machen wir das Ganze mal auf neutral. So. Waren hier hinten nicht auch noch irgendwo... lila Blumen? Genau, hier bei dem Parazer. Der macht ganz gut Schaden hier, ne? Der Moshops. Eieieiei, er kann es schon verteidigen. Aber mir ist trotzdem lieber, wir gehen hier zu zweit lang. Ah, hier. Wusste doch, ich habe eben irgendwo... oh! Oh, ein Fiomia! Wir brauchen doch noch Kacke. Und wir müssen dann auch unbedingt mal... neue Bolas herstellen. Er ist zwar nur Level 15, aber das ist vollkommen egal. Weil er soll ja eigentlich nur eins und das ist kacken. Mehr soll er ja eigentlich gar nicht tun. So, der ist auch gleich gezähmt. Na, mach mal zu hier. Macht er nicht? Jetzt. So. Dann packen wir den erstmal ein. Wir haben jetzt auf jeden Fall einen Kacker. Das ist schon mal gut. Dann können wir nämlich die Dingerproduktion anschmeißen. Falsches Tier. Können wir die Düngerproduktion anschmeißen und können gucken, ob wir irgendwo einen Kackekäfer bekommen. Aber jetzt holen wir uns gleich erstmal wieder einen. Ein Bloodstalker. Müssen wir jetzt erstmal gucken, wo der Para war. Stein. Ach so, der ist ziemlich voll hier. Okay. Dann, oh. Gott. Oder? Das stimmt manchmal mit ihm nicht. Manfred. Was ist los mit dir? So. Killerzicke hat auch.
So. Oh, Paar ist auch schon fertig. Ja, sehr gut. Hey, wir haben Fiomia und wir haben Para. Vielleicht auch noch ein Stego, ich meine. Gibt es auch X-Stegos? Bestimmt, oder? Also wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal einen X-Raptor, einen X-Para. Ich wollte gerade sagen. Also das finde ich ein bisschen nervig. Ich werde jetzt mal beide drin? Ja. Ich werde jetzt mal einen Futterdruck bauen und aufstellen, in der Hoffnung, dass der vielleicht die Spawns unterdrückt. Ach ja. Weil das ist doof, wenn man ins Spiel kommt und hier sind überall Tiere. So. Außerdem haben wir jetzt eh einige Tiere. Nur ich möchte halt auch gerne die Tiere mal hier draußen stehen lassen können. Also das fände ich jetzt schon ein bisschen doof, wenn das nicht ginge. So. Juhu. Dann packen wir nämlich hier Sachen rein. Sachen. Ihr wisst. So. Ich glaube, hier muss man echt am Anfang erstmal alles auf neutral stehen haben. Momfred. Hier oben hin. Du stehst auf. Die stelle ich tatsächlich mal auf passiv und du gibst mir mal deine Beeren und oh, er kann aber auch gut tragen, ne? Und du kriegst noch einen Namen, Parafina, und du kriegst auch noch einen Sattel. Natürlich kriegt die Parafina noch einen Sattel. Para, kann man sogar im Inventar craften, braucht man gar nichts zu holen. Den kann man quasi on the fly, den Sattel to go, den kann man unterwegs herstellen. So, dann kriegt Parafina noch einen Sattel. Obwohl Parafina stellen wir, glaube ich, auch besser hier oben zu Momfred. Und was ist sie denn so blutig? Ha. Und nur Kreaturen aktivieren. So. Sie entdeckt jetzt natürlich, glaube ich, permanent Feinde, ne? Ja, dann hat das Ganze keinen Sinn. Ja, hier sind ja permanent irgendwelche bösartigen Viecher. So. Dann tue ich erst schon mal ein bisschen was hier in den Futtertrog. Das, 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 das. So. Dann brauchen wir noch einen Fiomia-Sattel. Können wir auch. So. Bist du auch ein Mädel? Sie ist auch ein Mädel. Fiona. Das ist die Fiona. So. Fiona kriegt auch einen Sattel, dann ist ein bisschen besser geschützt. Oh, ich bin zu schwer für Fiona. Oh je, oh je. Moment. Oh je, oh je, oh je.
Wieso grunzt? Ja, ich würde sagen, wir haben jetzt auch genug Fasern. Das kommt hier rein. Das kommt da rein. Oh, der macht auch Räucherfleisch, aber sehr langsam, wa? Ja, guck mal. In der Zeit, wo der 1 oder 7 hier gemacht hat, hat der andere 1 gemacht. Die Samen tun wir tatsächlich raus. Die bringen wir da in diesen entweder HG Seedcrafter oder in diese andere Crafting Mod. So, jetzt habe ich es gar nicht angestellt, ne? Och Mann. Es ist aber auch wieder mit mir ein Kampf hier. So. Und Fiona stellen wir hier hinten hin. So. Ja. Läuft. Dann packen wir hier mal rein. Die Samen, das tun wir mal nach vorne. Das nach unten, das nach oben. So, ist einmal Narkobeeren, Stimmbeeren, Amabeeren. So. Hier haben wir Kartoffel, Mais, Karotten. Zitronensamen haben wir noch keine. Na, sowas. So. Fiona kriegt Leben. Dann tun wir noch ein paar Beeren. Die. So, noch in den Futterdruck. Jetzt hoffe ich mal, weil der Futterdruck, der ist bloß Futterdruck, der unterdrückt ja auch das Spawnen von Ressourcen. Wäre schön, wenn er vielleicht auch das Spawnen von Tieren unterdrückt. Weil das ist doof, wenn man ins Spiel kommt und die Tiere sind mal wieder tot. So. Ja, dann würde ich sagen, wir schnappen unseren Petri. Ich mache dieses Mal gar nicht so viel Tohuwabohu. Wir nehmen unser Blut. Und dann gehen wir mal auf die Suche. So. Na, das hat sich doch rentiert. Den müssen wir jetzt, glaube ich, nur erstmal passiv machen. So. Dann fliegen wir mal wieder. Wieso bin ich so schwer für ihn? Ach so, wegen den ganzen Blutbeuteln, ja. Dann suchen wir uns einen neuen Platzdocker. Beziehungsweise, by the way, warum nicht auch gleich zwei? Ist nur toll, dass die Folge zu Ende ist. Ja. Jetzt habe ich so viel Wunden geleckt und vorbereitet. Na, egal. Nächste Folge kommt bestimmt. In der nächsten Folge zählen wir uns dann definitiv ein Pärchen am besten direkt. Schauen wir mal, was das Angebot dann so hergibt. Wir können ja gucken, wir jetzt schon ad hoc einen finden würden. Von den netten Stalkies. Mein schöner Graf Dracula. Och Mann. Ja, hier sind wir schon richtig. Das ist schon. Was ist denn Petri? Ja, Petri bräuchte man auch nochmal einen Ersatz, Petri.
Wenn dem hier mal was passiert. Und den Glitch hier oben könnte man mitnehmen. Oh, falls dem Petri hier mal was passiert. Ja. Ja. Ist genau, ist voll toll hier runter zu gehen. Das ist supi Spitzenklasse, obwohl da unten geht es, glaube ich, noch, wo wir jetzt hinfallen. Natürlich nicht auf Stamina geachtet. Mäh. Mein Fehler. Egal. So, dann lassen wir ihn mal regenerieren. Und ja, da würde ich sagen, in der nächsten Folge gucken wir dann, dass wir einen neuen Blutstalker kriegen, beziehungsweise ein Pärchen, vielleicht auch mal Paaren, ich weiß es noch nicht. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Schaut euch auch gerne die anderen Videos auf meinem Kanal an. Und wenn euch gefällt, was ihr seht, würde ich mich natürlich über ein Abo am meisten freuen. Und beim Abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Eure Shazadi. Ciao, ciao.